Willkommen zurück bei Lucha 3 White Hunt. Wir sind wieder in Kaer Morhen gelandet. Und wir müssen ein Boot finden. Das klingt nicht nach einem Boot. Hallo. Ups, wie sollen wir das denn jetzt? Das ist das Boot. Das kann, können wir jetzt nicht tun. Das hat uns gerade noch gefehlt. Zeig mir, was du zu bieten hast. So. Also gut. Der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arm gerannt, oder? Mhm. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Können wir eigentlich... Warte mal, ich hoffe, es geht jetzt nur nicht, weil da gerade, weil wir sonst im Wasser wären. Also. Na, fast. Na dann fahren wir los. Die letzte Prüfung heißt das Ganze hier gerade. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Na, wie weit dürfen wir gleich schwimmen? Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Ja, ich hatte gehofft, es geht noch weiter. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay, fast da. Oh. Warum habe ich so ein ungutes Gefühl? Okay, sie haben es doch geschafft. Bereit für die Höhlen? Fast.
Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der rein? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Warum habe ich jetzt das... Wieso glaube ich das... Ich glaube irgendwie, Lambert hat recht. Das kann eigentlich nicht sein. Mal gucken, was wir hier haben. Ein Junge. Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Nein, nein. Hilfe! Hä? Gut, na schön, du hast recht gehabt. So, was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Das war so klar, oder? Eine Illusion. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer, singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war... Meine Güte. Was sagt man dazu? Komplett verarscht worden. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Du Fettwanst! 1, 2, 3. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Okay, immerhin bleiben sie noch zusammen. Wand wirkt nicht sehr stabil. Hart vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuwecken. Was? Hast du Angst? Nein, ich denke nur, bevor ich handle. Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Meine Güte, worüber reden die eigentlich? Na toll. Ha ha ha.
Ich wette, den kriegen wir noch zu Gesicht. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Sehr witzig. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Was ist das? So viel zum Überraschungsmoment. Mir doch egal, ich komm auch so zurecht. So. Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja. Mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Mhm. Gehen wir. Gehen wir. Yep. Hopp. Und alle die Hopp. Okay. Weiter. So. Draußen sind wir. Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Eine Mistgabel? Aua. Das ist ein Troll. Ha! Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Okay. Hier stimmt was nicht. Wenn der Troll einfach wegrennt. Da ist er ja. Pepsase, nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Wechsel sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Ja, toll, und jetzt? Ach so. Ja, das hatten sie verstanden. Oh, oh.
Steine werfen wir ihr nicht gehen mehr. Hexe sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexen nicht hauen zurück. Nur Brabbelwabbel. Hexe, gut. Dumm Troll, du. Hexer sind Monster töten. Troll sind sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Gut, wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, stich in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Ja, ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Ach Mist, war ich ja zu schnell. Papa Wesemirs Lektion? Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Zünden wir die Fackeln an. Da, da, da. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Ah ja, da liegt es, okay. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber, also tat ich es. Zwei Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Was soll das denn jetzt heißen? Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal.
Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Klar. Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Ja, will ich auch was. Okay, er hat also wirklich einen Grund. Er hat einen. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Und jetzt sind die weg. Das wäre übel. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Spitze Stöcke. Genau, hau dir auf den Kopf. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht alles zurücklaufen. Das ist schön, wenn wir direkt da wären. Ha! Geht doch! Gut, Freunde, würde ich sagen, wir gehen erstmal hier rein. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns zur nächsten Party wieder. Ich sage erstmal vielen Dank und bis dahin. Show.